Timer auch. Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Bioshock 2. Wir sind dabei Sinclair. Ja, was machen wir mit dem? zu überzeugen, dass er uns irgendwas rausrückt. Ein Schlüssel? War es ein Schlüssel? Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es jetzt schon nicht mehr. Es sind ungefähr 2, 3, 4 Minuten vergangen, seit ich die letzte Folge aufgenommen habe. Wo ist die Kamera? Da. Aber ich weiß jetzt schon nicht mehr, was da eben noch los war. So, gut. Junge, ich habe diesen Laden hier gebaut. Und ich habe dich für diese Plasmidversuche an Fontaine vermietet. Und jetzt, jetzt büße ich dafür. Ich hätte gerne mehr Zeit. Nimm das Rettungs-U-Boot. Es gehört dir. Das war der Plan. Aber lass mich nicht so zurück. Hallo, Herr. So lange Zeit. Ich habe keine Ahnung, wo ich hin darf. Ich weiß nicht, ob ich die... Ich kill die, weil aus... damit denen, dass ich damit... die sich nicht leiden lassen. Ich habe heute einen kurzen Blick erhascht, wie der Direktor den Code zum Turm eingegeben hat. Die letzten zwei Ziffern waren 7 und 3. Den Rest habe ich nicht mitgekriegt. Vielleicht kriege ich es durch Versuch und Irrtum raus. Schätze, das kann dauern. Vielleicht kriege ich es durch Versuch und Irrtum raus? Das ist der halbe Code für den Wachturm, nehme ich an. Sieh zu, ob du den Rest rausbekommst. Wieso sagst du die ganze Zeit, dass sie in deinem Kopf drin ist und du dich dagegen nicht wehren kannst und jetzt kommt auf einmal sowas? Versuch und Irrtum. Du, komm mal ins Kameralicht. Komm mal ins Kameralicht. Ins Kameralicht. Warte, warte, warte. Du willst was werfen? Kann ich dich ja jetzt auch einfach hier ablegen? Ja, kann ich. Das ist ja mega geil. So, killen. Kill it with fire, sehr schön. Und jetzt gib mir nicht diese fucking Trophäe. Das waren nicht so viele Gegner, die man damit killen muss. 50 oder so? Ich weiß noch, dass man 100 Tagebücher finden muss. Und ich meine, es waren 50 Gegner mit gehackten Maschinen töten. Wobei ich nicht weiß, ob auch Kameras damit reinzählen. Aber es würde mich ehrlich gesagt ein ganz kleines bisschen wundern, wenn das da nicht mit reinziehen würde. So, abfackeln. Der freie Wille, Delta. Eleanors Geschenk an dich. Und mit jeder freien Entscheidung hast du sie deinem Ebenbild ähnlicher gemacht. Eine solche Wahl hat Sinclair nicht. Und doch dient er der Welt unbeirrbar. Er ist jetzt der bessere Mensch. Du bist im Tunnel. So müsstest du irgendwie an mich rankommen. Sinclair verändert seinen Standort, Vater. Finde ihn. Wir brauchen diesen Schlüssel. Und ich muss da rein. Aber ich kann keinen Duckjump machen. Weißt du das so? Bunny Hop? Wer bist du? Bist du Sinclair? Scheint so, ja. Ach, du hast gerade gesagt, bitte töte mich. Ja. Aber will ich ihn killen? Ich muss ihn ja killen. Okay, mehr Power to the People. Bohrerdeflektor. Ein großer elektromagnetischer Bohrer angetrieben. Projektile werden von Angriffen zurückgeworfen, während sich der Bohrer dreht. Ja. Gott, fuck, scheiß drauf, nehme ich. Lass nicht zu, dass ich Ellen nur etwas antue! Hä? Nein, was habe ich jetzt gemacht? Ich wollte Elektrobolt machen. Kann ich dich hypnotisieren? Warte, wo ist es? Nee. Hier.
Bist du jetzt hypnotisiert? Greif mich auf jeden Fall nicht mehr an. Ich weiß nicht, ich will den nicht killen. Warum soll ich den killen? Ich mag den nicht, aber ich muss den ja nicht töten. Man sieht sich, Junge. Ich danke dir. Wenn er bereits tot ist. Okay. Sinclair ist tot, Vater. Es tut mir leid. Ich weiß nicht, ob ihr euch nahe gestanden seid. Nö. Wenn du so weit bist, nimm den Schlüssel. Als hätte ich jetzt irgendwie eine emotionale Bindung an ihn. Nicht mehr für meine Gefangenen, sondern nur noch für ihre Tochter zu interessieren. Ich habe hier Typen, die schreien nach der nächsten Adam-Spritze. Und ich muss einen Kopfstand machen, um der Frau Doktor was davon aus dem Kreuz zu leiern. Ich kann von Glück sagen, dass die Gefangenen durch ihre Behandlung so geschwächt sind, dass sie den Turm nicht stürmen können. Die würden mich sonst glatt in Stücke reißen. Man kennt die Stimme irgendwo her, oder? Also mir kommt dieselbe bekannt vor. Hey Murphy, hier ist Dodge. Ein Vögelchen hat mir gezwitschert, dass du den Code vom Direktor kennst. Schick mir eine Nachricht in meine Zelle in Block A und sag mir, wo du ihn versteckt hast. Dann betrachte ich deine Schulden als abbezahlt. Vater, ich fürchte, die Schließung aufzuheben bedeutet auch, dass alle Gefangenen freikommen. Oha. Bitte richte dich darauf ein, bevor du den Schlüssel an dem Hauptschalter benutzt. Der Direktor hat meine Warnungen viel zu lange ignoriert. Ich nehme das jetzt selbst in die Hand. Ich habe ein Hacking-Tool aufgetan, um seine Geschütze abzuschalten und die Bots lahmzulegen. Ich habe auch den Code geknackt. Er ist 2, 6. Okay, aber den Code brauchen wir jetzt ja nicht mehr, richtig? Mist. Mist. Was für ein Ding? Houdini, achso. Ich wollte gerade sagen, das habe ich im ersten Moment habe ich anders was anderes gelesen. Ich bin verwirrt. Wo sind wir hier? Also, wir haben alles anscheinend, aber ich habe ja noch nicht alles durchsucht. Ich bin ja ganz offensichtlich hier noch nicht gewesen, oder? Oder war ich hier? Leute, schreibt es jetzt in die Kommentare. Nee, hier war ich noch nicht. Das ist schlimm. Es wird Zeit, Schluss zu machen. Ich habe Monate ausgehalten in der Hoffnung, ich würde meine Familie wiedersehen, aber anscheinend ist dieser Strick der einzige Weg in die Freiheit für mich. Bestimmt hat Ryan den Buchladen geschlossen und keiner weiß, wo Gloria und Billy leben müssen. Ich kann keinen klaren Gedanken mehr fassen. Schlafen kann ich auch nicht wegen des permanenten Lichtscheins, der durch die Fenster dringt. Irgendwelche Dinger da draußen beobachten uns. Vielleicht darf ich jetzt schlafen. Lass dir den Tag nicht durch Feuer ruinieren. Hier steht der Code dann auch nochmal. Also. Ich bin ein harter Mann. Bist du bestimmt. Okay, aber jetzt glaube ich, können wir hier langsam mal raus. Okay, cool. Gut. Schrot eingesammelt. Den Code. Aber den Code, das Ding ist, wir brauchen ihn doch wirklich nicht, oder? Dadurch, dass ich den Roboter gehackt habe, habe ich die Tür von ihm geöffnet. Also dadurch habe ich ihn aufgescheucht und er ist rausgekommen. Dich werde ich zurechtstotzen. No, you won't. Aber ich habe immer noch das Gefühl, ich habe noch nicht alles.
Guck mal, von hier hätte ich dann auch die Türsteuerung hacken können. Okay, also es gibt... gab hier sehr viele Wege, die nach Rom führten. Mein Glück. Wollen wir nicht nach Rom? Sondern... Ich weiß gar nicht, wo ich bin. Okay. Also wir haben jetzt seinen Schlüssel, richtig? Guck mal, jetzt hätte ich hier... Nee. Gebe ich hier den Schlüssel ein? Sicherheitsalarm deaktiviert. Schließung aufgehoben. Sicherheitsbüro wird vorübergehend abgeriegelt. Okay. Sinclair starb als Held der Familie Raptures Delta. Das ist gut. War er ein Freund für dich? Nein. Oder ein Werkzeug? Ja. Begreifst du überhaupt den Unterschied? Weiß ich nicht. Und Eleanor, du hast dich für Subject Delta entschieden und gegen deine Mutter. Gegen dein Volk. Gegen die Verpflichtung, die in deiner Geburt lag. Wie du willst. Du glaubst, dieses Schiff wird Delta in Sicherheit bringen. Du bist wie ein verzogenes Kind mit einem neuen Spielzeug. Ich habe keine andere Wahl, als es dir wegzunehmen. Bin ich das Spielzeug oder das Schließung Schiff? Aufgehoben. Alle Zellenblöcke entriegelt. Alle Schotten offen. Oh nein. Mutter ist auf das Rettungsboot aufmerksam geworden, Vater. Hättest Wir müssen dorthin. Schnell. Ist sie doch schon lange, oder nicht? Ich habe das Gefühl, ich krieg nur die Hälfte mit, wenn überhaupt. Okay. Also, schnell zum Rettungsboot. Sie kann sich ja anscheinend Houdini-mäßig... Wer schießt denn da? Entschuldigung, wer schießt denn da? Sie kann sich ja scheinbar Houdini-mäßig hin und her teleportieren. Das ist natürlich gut für sie. Ich muss gucken, wo ich hier bleibe. Eieieiei. Jeder Augenblick reist Eleanor weiter von mir fort, Delta. Bald wird diese Vaterbesessenheit ihr Ende bedeuten. Mir bleibt nichts mehr. Bevor du stirbst, werde ich dir alles nehmen, was dir lieb und teuer ist. Das ist nicht nett. Das Sinclair ist nicht nur nett. Eine weitere Leiche, die deinen Weg pflastert. So viele Leichen gab es auf meinem Weg gar nicht. Diese ganzen, die hier, die haben sich mir alle in den Weg gestellt. So. Und die anderen, die habe ich alle verschont. Das ist dir schon bewusst, ne? Und ich habe die ganzen Little Sisters befreit aus der Tyrannei. Der Bösen. Digga, warum greifst du jetzt mich an? Du hast doch gerade noch... Das ist noch einer! Killt den mal. Killt den mal. Ein Schuss noch, come on! Ups. Ja, komm. Oh, Bohrertreibstoff geht zu Neige. Wieso liegt da so viel Alkohol rum? Was ist los? So. Wer will was? Vater, benutzt das Plasmid. Ich kann dir helfen. Ich brauche deine Hilfe nicht. Oder? Für eine Trophäe vielleicht. Eleanor rufen. Wer ist jetzt dieser Eleanor? Ich bin so lustig manchmal. So. Docking-Plattform. Das heißt... Oh, oh. Das hatte ich befürchtet. Sie hat die Ballastkompressoren gesprengt, Vater. Jetzt sind wir zu schwer für einen Start. Außer... Lass mich nachdenken. Wir lassen dich zurück. Ich denke, ich kann das Wasser verdampfen, damit das U-Boot aufsteigen kann. Aber so viel Hitze kann ich nicht allein generieren. Wir sollten uns von den restlichen Little Sisters helfen lassen. Wir nehmen sie mit. Schnell, zu den Kinderstationen. Oh. Mann, oh. Es gibt ein Problem. Okay, komm, wir regeln das, indem wir was anderes machen. Aber es ist ja auch irgendwie dumm. Du hast mehrfach ein Mehrfachziel. Drücke Touch und gehe zum Reiterziel, um alle Abschnitte des Ziels zu sehen und zum Aktiven zu wechseln. Oh mein Gott, das kann sich nur noch um Jahre handeln. Oh nein, nicht die Map. Oh Gott.
Habe ich das jetzt aktiviert? Keine Ahnung, Alter. Vor allem, wir müssen das Wasser verdampfen, damit das Gewicht weniger wird. Komm, wir holen noch andere dazu und nehmen die dann mit. Dass er mir noch einmal meinen Vater nimmt. Halt durch. Ich halt ja durch. Jetzt aufzuhören wäre auch dumm. Also wenn ich bis hierhin durchgezockt habe, kann ich es auch noch zu Ende bringen. Entschuldigung, ich wollte sie nicht anbohren. Ja. Ansonsten, Leute, wie verbringt ihr so eure Freizeit? Habt ihr Freizeit? Bestimmt. Ich verbringe sie die letzten Tage sehr häufig damit, im Bett zu liegen und Schlaf nachzuholen. Das ist das erste Mal seit langem wieder, dass ich hier wirklich zum Zocken komme. Yet Alone aufzunehmen. Ich werde euch keine Offenbarung anbieten. Schade. Alles, was ich euch sage, wisst ihr bereits. Dann halt doch die Luft an. Was sollte dann diese Durchsage? Oh nein, nein, nein. Ich krieg ganz fiese Flashbacks. Mutters Leute fangen an, die Sprengladungen zu zünden. Uns bleibt nicht mehr viel Zeit. Ich verstehe das nicht. Auch nicht. Mein Vater war arm. Er hat mich nicht dazu aufgefordert, sondern dazu, die Welt so zu formen. Ich sollte ein einfaches moralisches Kalkül lehren. Jede Wahl so zu treffen, als müsse die Welt die Folgen tragen. Jedes Leben und jeder Tod für das Allgemeinwohl. Er nannte das die imperative Selektion und lachte dabei, ohne zu wissen. Das wollte ich mal ausprobieren. Geht das? Nein. Weil im ersten konnte man ja einfach diese Tastenfelder hacken. Und dann war gut. Du gehörst nicht zu mir. Dann bist du weggehackt. Ihre Tochter, ja. Ja, klar. Wir haben doch früher. Greif die mal an. Danke. Greif die mal an. Oh, segne mich, Herr. Heide. Norman. Wo bin ich? Norman. Was zum Teufel habt ihr mit meiner Frau gemacht? Norman. Lassen Sie mich aus diesem Sturm! Utopia. Man denkt dabei immer gleich an den Himmel auf Erden. Doch das Wort bedeutet sowohl guter Ort als auch kein Ort. Ein Ideal also, unerreichbar. Schon bei der Namensgebung weigern wir uns daran zu glauben. Und doch werden wir für immer auf dieses Utopia hinarbeiten. Ständig dazu getrieben, mehr zu wollen. Egal wie viel wir schon haben. Es ist mit die größte Ironie der Menschheit, dass uns genau das Streben nach Utopia davon abgehalten hat, dorthin zu gelangen. Des freien Willens erlebt. Jetzt denke ich, werde nie wieder wütend und handle danach. Wir sind fast bei der Kinderstation. Ich schätze, wir werden uns den Weg freikämpfen müssen. Na, endlich mal. Ich hatte schon befürchtet, es wäre hier irgendwie mit Gelaber oder so. Ich ziehe daraus den folgenden Schluss.
Ich ziehe auch gleich einen Schluss. Das Gen ist der Feind. Dann lass uns doch fahren. Lass uns fortfahren in der nächsten Folge. Wir hören uns noch diese eine Tagebuch-Dingsbus an. Hallo Mutter. Hi. Wie du immer gesagt hast, in meinem Zustand sollte ich nicht in der Stadt herumlaufen. Aber wenn man nicht rausgeht, erfährt man nichts von der Welt. Also lerne ich zu Hause. Das ist, glaube ich, ein Porzellan-Teeservice im Stil von Ludwig den 15., richtig? Richtig. Ein faszinierendes Geräusch. Ja, Sittbums. Und das hier nennt man ein Buntglasfenster, handgearbeitet von deinen Bewunderern. Sie haben sich viel Mühe gegeben, damit es dir ähnlich sieht, nicht wahr? Das ist mein Humor. Ich mag diese Eleanor immer mehr, muss ich sagen. Wenn es doch nur eine Möglichkeit gäbe, mit ihr zu interagieren. Gut, danke fürs Zusehen. Wenn es gefallen hat, ein Daumen nach oben wird mich freuen. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Auf Wiedersehen, reingehauen. Macht's gut. Ciao, Kameraden.